Mein Name ist Christina Haas. Ich bin Marie Erlewein. Und wir sind die Figurentheaterpädagoginnen am Theater Salz und Pfeffer. Wir haben uns für dieses Jahr was Besonderes überlegt für das Figurentheaterfestival. Momentan gibt es ja keine Präsenzvorstellungen und deswegen haben wir ein neues Format entwickelt. Und zwar haben wir uns entschieden, unsere Puppen in den Urlaub zu schicken. Denn die dürfen ja nicht auftreten und dann können sie ein bisschen Freizeit vertragen. Ja, und als erstes haben wir uns überlegt, wer kann das denn sein an Figuren? Welche Puppen möchten denn gerne in den Urlaub fahren und welche haben die richtigen Voraussetzungen dafür? Und dann haben wir noch passende Gastfamilien gesucht. Und wir haben 8 Gastfamilien gefunden, die unsere Puppen für die nächsten 3 Wochen aufnehmen. Und damit die auch wissen, was sie in dieser Zeit miteinander unternehmen können, bekommen die alle 2 Tage Impulse von uns, was man denn so Schönes gemeinsam machen könnte. Hallo, ja ich bin der Mann mit dem Koffer. Ich bin der August Haselböck vom 3. Stock. Helga Lempel. Ich bin die Königstochter. Ich bin Nimitz. Ja, ich gehe gerne mal woanders hin. Ich gehe gerne auf Reisen. Ich übernachte gerne woanders. Ja, zum Beispiel auch auf einer Fensterbank oder natürlich nur mit Anschnallen. Am Sonntag kommen die alle und holen die Figuren ab. Wir haben für jeden eine 3/4 Stunde Zeit. Und wir machen mit allen erstmal Interviews, was sie sich so, warum sie dabei sind, wer sie so sind. Genau, also ich hätte dann gesagt, dass man die Tagesaufgaben quasi immer irgendwie morgens um 9 oder sowas per Mail schickt, an den Tagen, wo wir uns überlegt haben, dass es die geben soll. Und dann haben sie ja quasi 48 Stunden Zeit, das zu bewältigen. Ich bin Karin. Ich bin Monika. Ja, ich bin Anjo. Mein Name ist Sabrina. Ich bin die Uli. Ich bin die Birgit. Ich bin Caroline Kreitschier. Und ich bin 29 Jahre alt und komme aus Nürnberg. Geboren bin ich in Nürnberg. Nun, ich bin Fotografin, selbstständig und wohne seit 4 Jahren in der Schweiz. Eigentlich in Zürich und mittlerweile pendel ich so zwischen Stadt und Land. Ich heiße Maria, bin 36 Jahre alt und lebe mit meinen Kindern Moritz, Jakob und David über den Dächern der Südstadt. Und dort werden wir auch den Herrn August Haselböck bei uns beherbergen. Gut. Ich finde es total spannend, dass es eben so Menschen gibt, die noch gar nicht bei uns waren, Menschen, die seit Jahrzehnten treu dabei sind. Wir haben alle Altersgruppen dabei, wir haben Menschen mit Kindern, Menschen ohne Kinder. Und warum machst du jetzt bei dem Projekt mit? Warum mache ich mit? Ach, weiß nicht, ich hatte einfach irgendwie Bock drauf, weil ich so dieses, ja, ich sag mal, irgendwas Figürliches irgendwo mit hinnehmen und so ein bisschen so eine, ja, so zum Leben zu erwecken, das mag ich einfach gern. Weil es ohne Kunst still wird und weil mir das Theater sehr, sehr am Herzen liegt. Ich habe da von Müllwind bekommen, dass ihr eben da dieses coole Angebot habt mit Puppenferien und habe ganz laut aufgeschrien. Das mache ich selten, aber das fand ich so cool. Ich gedacht, das muss ich, als ich den Link bekommen habe, habe ich sofort angerufen. Man ruft schon nur in Notfällen an. Wir schreiben eher heutzutage mehr, als dass wir telefonieren. Ja, und wir, also ich und meine Freundin haben lieben beide Puppen. Jetzt haben wir auch ein paar zu Hause schon. Und ja, schauen wir mal sozusagen, dass wir jetzt mit der Puppe anfangen. Aber als mir erzählt wurde, dass es dieses Projekt gibt, habe ich gesagt, okay, cool, ich will auch eine Puppe haben. Die nehme ich dann immer auf all meine Fotoshootings mit. Dann habe ich meine Schwestern am Telefon, habe ich total schockiert. Ne? Wir kriegen 3 Wochen Übernachtungsbesuch. Moment. Ja, den hole ich dann sonntags ab vom Theater. Was? Ist eine Puppe. Für mich ist das Wichtige, dass man so Sachen eigentlich in der Gruppe oder mit anderen coolen Leuten macht, weil die bewegen mich noch viel kreativer zu werden und denken zu können. Ich dachte einfach, es wäre nett irgendwie mal, weil die, also wir bekommen jetzt ja die Oma und unsere echte Oma sehen wir zurzeit nicht so oft oder irgendwie beide Omas. Die eine wohnt weit weg und außerdem sind beide relativ alt, aber irgendwie noch nicht so alt, dass sie schon geimpft werden und so weiter und so fort. Und wir treffen uns ganz manchmal
zum Spazierengehen, aber dass man sie jetzt quasi mal so mit an den Esstisch setzen kann oder irgendwie so Sachen. Ach so, wie komme ich zum Theater Salz und Pfeffer? Ich muss gestehen, dass ich immer außen vorbeigefahren bin, habe mir gedacht, ach, das möchte ich mal hin. Ich gehe wahnsinnig gern ins Theater Salz und Pfeffer, schon ganz lange. Ich glaube, ich habe fast jedes Stück gesehen. Tatsächlich eher durch einen anderen Figurenspieler, den Tristan, der im Studium Puppen für uns gespielt hat. Ja, irgendwie so kam das und dann bin ich im Theater hängen geblieben. Ja. Ich finde auch total schön, mit welcher, also das alle so mit, also ich meine, ist ja klar, weil es ist ja ein freiwilliges Projekt und so, aber dass alle mit so einer Freude daran gehen und große Lust haben, die Figuren so in den Alltag mitzunehmen. Ja, genau, das finde ich auch ganz schön, dass alle wirklich sehr motiviert sind und engagiert und auch sich schon viele Gedanken gemacht haben, was alles so passiert und ja. Wo geht's denn überhaupt hin? Es geht nach Fürth. Okay. In die Schlehenstraße vom jüdischen Friedhof und da kommt sie, sag ich mal, in eine Wohnung rein. Mit einem Kind, also einem sechsjährigen, mit einer sechsjährigen Tochter. Wie gesagt, noch ein paar anderen Puppen. Ja, ich habe auch schon überlegt, sozusagen, was man mit ihr eigentlich so alles anstellt. Also, ich glaube, es wird für die Königin eher so ein bisschen wie Urlaub auf dem Bauernhof. Und dann ist er jetzt. Ja, auf dem Bauernhof. Wir sind hier auf dem Bauernhof. Sieht man nicht, aber ist so. Auf fast 900 Metern. Hinter dem Sternenberg. Und ja, er war schon auch draußen unterwegs bei strahlendem Sonnenschein. Gestern war es ein bisschen kühl, da habe ich ihm eine Mütze aufgesetzt. Fand er auch ganz interessant mit seinen wenigen Haaren. Wir leben in einer Doppelhaushälfte und haben einen recht verwilderten Garten. Man kann sagen, es ist etwas ökologisch. Die Nachbarn empfinden das vielleicht nicht so. Ja, mein Mann ist Beamter. Ich selber schreibe. Der Mann mit dem Koffer, den werde ich mal mitnehmen in einen Laden, den ich angemietet habe, in dem auch Lesungen stattfinden, so ein kleiner Kunstraum. Ich wohne in München seit 2004 und arbeite dort als Herren-Make-up-Artistin für Werbungsproduktionen, Fotoproduktionen, Mode und so weiter. Also Arthur kommt nach Ziegelstein. Das ist, ich würde mal sagen, sehr dörflich, aber halt an die Stadt rangewachsen. Also unser Nachbar sagt immer, es ist ein Dorf mit U-Bahn-Anschluss. Und also es gibt einen riesigen Garten, wo der Arthur sich austoben kann. Es gibt Tiere, Hühner, Katzen, was gibt es noch? Hasen. Die sind zwar alle nicht bei uns, aber in der Nachbarschaft. Und ansonsten kann er mich ins Atelier begleiten, wo ich arbeite. Alles Mögliche. Er kann wandern mitgehen. Oh, die kommt in einen ganz spießigen Haushalt. Sie kommt in einen Haushalt, da ist Grün vor der Tür, da ist ein Spielplatz vor der Tür. Ja, also nichts Besonderes. Man kann ja zurzeit nichts machen. Es werden ganz banale Urlaubserlebnisse sein. In der Wiese sitzen, schaukeln, essen. Im Moment tobt noch der Kampf, bei wem August Haselböck schlafen darf. Das ist noch nicht abschließend geklärt und wird sich jetzt wohl bis in die späten Abendstunden ziehen. Dieser Konflikt, ich schätze, dass er am Schluss bei mir übernachten darf. So, wenn sich alle streiten, freut sich die Mutter. Genau, August wird, wenn er nicht gerade pollenallergisch ist, mit uns zelten fahren. Seit Anfang an, also seit ich hier ans Theater gekommen bin, ist Reisen für mich was Tolles. Was ich an den Puppen toll finde, die haben keine Allüren. Jede ist ein Unikat und jede macht einen guten Job. Das finde ich schön. Naja, also ich meine, was würde ich denn gerne noch erleben? Das ist ja eine gute Frage. Also ich meine, also fliegen will ich nicht so unbedingt. Drachen kenne ich ja schon. Vielleicht mal genau das Gegenteil. Echt? Darf ich das sagen?
Ja, worauf ich mich natürlich sehr freue, ist, wenn wir unterschiedliche Menschen begegnen. Also ich meine, es ist ja unterschiedlich, nicht nur Männer und Frauen, vielleicht auch Mädchen, Jungen, Kinder, große, kleine, also alle Menschen eigentlich, ja. Naja, ich meine, am allercoolsten fände ich, ich würde gern mal Eierlikör schlecken. Habe ich schon mal. Der ist echt lecker. Dass wir uns gegenseitig inspirieren. Dass ja. Er schöne Erlebnisse hat, dass mir einfach Kreatives einfällt, dass ich es wieder in Text auch umsetze, nachdem ich schreibe. Na, das ist ja also ganz toll. Da bin ich ja ganz froh. Naja, dass sie ein bisschen Alltag rausnimmt aus der anstrengenden Pandemiezeit, wo die Schulen schon so lange geschlossen haben. Und genau, einfach neue Impulse reinbringt ins Familienleben auch. Das klingt so, als hätten die alle irgendwie drei schöne Wochen vor sich. Das glaube ich auch. Und also definitiv was anderes als das, was ich hier so erlebe. Ja, das definitiv. Hier machen sich die SchauspielerInnen fertig, bevor sie auf die Bühne gehen. Aua. Der ist ja süß. Da haben wir ein Richtchen erwischt, glaube ich. Ja. Ja. Ich habe gewusst, ich will nur ihn. Ich dachte mir, vielleicht muss ich euch eine Alternative angeben. Dann habe ich es wieder rausgelöscht. Dachte ich, vielleicht gewinne ich ja, vielleicht kriege ich ihn. Ja, man kann es sich ja wünschen, muss ja nicht in Erfüllung gehen, aber wünschen kann man sich's. Ja, hallo, grüß dich Gott. Ja, sie ist ja soweit sehr... sehr unempfindlich, sehr pflegeleicht. Hier unten hat sie ein Gesicht drin, dass sie immer gut steht. Mhm. Dann kann sie in den Armen bewegen oder hier hinten. Ah ja. Er war super vorbereitet, was ihn erwartet. Oder ja. Es ist schön, dass er da vorbereitet wurde, dass er dann nicht ins kalte Wasser geschmissen wird. Genau. Gibt bei uns jetzt Käsespätzle gleich zum Mittag. Ja, sehr gut. Also es klang alles total toll, was die so vorhaben. Ich bin ein bisschen neidisch auf unsere Puppen. Ja, ich würde auch so gerne mit zum Zelturlaub gehen. Oder picknicken oder Käsespätzle essen. Hauptausgang in diesem Fall. Okay, aber eigentlich müsste jetzt ein roter Teppich, also nicht für mich. Ja, so ein bisschen haben Ich bin sehr gespannt, was in drei Wochen, was sie dann alles sagen als Fazit, ob sich das alles bewahrheitet hat oder nicht. Das ist Johannes neuer Hut. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie Johannes aussieht, wenn er zu euch zurückkommt. Ja, ob der überhaupt zurückkommen will. Ja, das weiß ich auch nicht. Wenn wir einen Landschaftsmaler machen, das schöner. Aber ich glaube, das moderne Kunst, kann das sein?
Das ist ein Aquarell. Und genau, das Monster. Ja, hier wohnen auch ein paar Monster, manchmal unter dem Bett, aber meistens kriegen sie wieder raus, ne? Ja, mit genau. Der Erfahrung. Hätte ich gerne als Schlusssatz. Verdammt, ich habe schon wieder vergessen.